Salve a tutti. Es ist der 11. September, es ist sehr früh, wir haben kurz vor 9, 8.57 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem Clip geht es um Bayer. Da kommt bald eine Entscheidung, das kann sehr, sehr spannend werden. Bewegung voraus. Ich befinde mich auf dem Tool von der Hypovereinsbank One Markets. Ja, wunderschönes Tool, White-Label-Lösung vom TraderFox. Ist alles drin, was man braucht, weil ich immer mal wieder gefragt werde, was kann ich denn machen und was ist günstig. Das ist eine sehr schöne Geschichte hier. Es ist der 5-Jahres-Chart, wie gesagt, eine Kerze, eine Woche. Und diejenigen von Ihnen, die meine Filme schon länger sehen, die wissen, worauf ich achte. Ich habe diesen 5-Punkte-Plan und den gehe ich gerade mal eben mit euch hier auf Wochensicht durch. Auf Wochensicht ist es so, dass die Bänder anfangen, sich leicht zu öffnen. Nicht so extrem wie hier, sieht man da, ich mache mal das Faden kurz raus, aber sie öffnen sich. Das heißt, Bewegung auch hier voraus. Diesen Trend, den gucken wir uns gleich im Tageschart an. Wir sind in der Nähe des unteren Bandes. Wir sind dabei, dieses Gap hier zu schließen. Das ist vom 3.4. bei 53,05. Also das wäre schön, wenn das nochmal geschlossen werden würde. Das MACD fängt an, nach oben zu drehen. Sowohl auf traditionelle Sichtweise, da ist es noch nicht fertig, aber deutet einen Dreh an. Aber auf die moderne Sichtweise, die Histogramme werden kleiner. Also werden kürzer, das ist positiv. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal hier, wo der Oszillator steht. Der ist bei 4 und also bei 4,69. Der hat definitiv mehr Potenzial als Risiko. Aber er gibt noch kein Kaufsignal. Ich glaube, weil heute ging es überall durch die Presse, dass sich die Einigung in dem Glyphosat-Vorfall, dass die näher kommt. Ich glaube, die wird kommen. Damit rechnet jeder, dass da eine Einigung kommt. Die Frage ist halt letztendlich, kostet es 1 oder 2 Milliarden mehr oder weniger? Aber ich denke, das ist überwiegend im Preis, im Kurs der Aktie, es kommentiert. Für mich hat die Aktie definitiv mehr Chancen als Risiko und ich habe nicht eine Sekunde ein Problem damit zu glauben, dass wir die 200-Wochen-Linie auf kurz oder lang sehen werden. Die ist momentan bei 82. Jetzt gehe ich mal auf den Tageschart. So, hier ist jetzt der Tageschart. Ich habe 2 Trends gezogen und weil ich weiß, jeder macht das anders. Der eine zieht ihn von den Spitzen der jeweiligen Kerzen, das mache ich nicht so gern. Ich benutze eher die Körper. Wie dem auch sei, der Wert nähert sich beiden oder ist bereits am unteren. Ich glaube, das hieß Navy, weil ich bin ja farbenblind, eine andere Farbe reingemacht. Wir sind dran, wir gehen sogar schon leicht drüber. Das finde ich erstmal, das ist Hab-Acht-Stellung. Auch hier MACD ist positiv, Stochastik ist positiv. Ich erachte den Wert als einen Boden findend. So möchte ich es mal formulieren. Ich mag das. Ja. Es ist möglich, hier ist das Gap vom 3.4. bei 53,03. Das ist durchaus möglich, dass er nochmal hier runterkommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mit Hinblick auf eine zuversichtliche Einigung in diesem Glyphosat-Prozess, der so oder so ausgehen kann, hier institutionelle Investoren massiv short gehen. Das Risiko liegt auf der Oberseite. So möchte ich es formulieren. Jetzt ist Bayer zwar ein Traditionsunternehmen, aber Gott, das war die Deutsche Bank auch mal. Aber ich denke einfach, es ist insgesamt eine gesunde Firma. Die werden leiden unter dem Ding, aber ich glaube, die kriegen das hin. Also ich persönlich bin tendenziell eher positiv gestimmt. Hier ist die 200-Tage-Linie bei 63 und dahin zu gehen, das ist nicht viel. Jetzt ist die Frage, was macht man mit den Optionen? Auf der einen Seite kann ich eine konservative anbieten, die geht auf den 16.12., also ein K.O.-Schein, Basis 50, da sind wir also hier. Basis 50. Und das ist eine Geschichte, recht konservativ, das hat die Kennnummer HR0K2N. Und gucken wir mal auf den Put, dass wir den auch nennen. Da muss ich auf den Hebel 12 gehen, um das Pendant zu finden mit der Zeit. Hier ist er, da ist er. Basis 60, auch auf dem 16.12. Und hat momentan einen Hebel von 12, das wäre die Kennnummer HR0MKJ. So, das sind beides Geschichten. Der Put kommt in Frage, wenn wir hier drunter gehen. Moment. Das ist genau der Punkt des 53,93, wenn wir ihn schließen, also mit Schlusskurs drunter gehen, wäre das der Fall. Der Call, da muss ich nicht erst warten, bis wir hier hingehen, den sehe ich, wenn wir die 20-Tage-Linie, die sich momentan mit diesem äußeren Trend verbindet, wenn wir das mit Schlusskurs überbieten, da sind wir bei 56,15 im Moment. Finde ich beides hochinteressant.
Aber jetzt überlegen Sie sich mal eins. Also was ich zum Beispiel machen werde, ich möchte das Risiko nicht eingeben, mich auf eine Seite festzulegen. Nehmen wir mal an, da kommt jetzt die Nachricht, ja, haben sich geeinigt, aber das kostet vielleicht 1 oder 2 Milliarden mehr als das, was die Analysten geschätzt haben. Dann wird es erstmal so einen kleinen Plunge geben nach unten, um dann festzustellen, naja gut, aber es ist nur 1 oder 2 Milliarden, dann kommt der Plunge nach oben. Das ist gefährlich. Deswegen, was ich machen werde als professioneller Händler, ich werde mir keine Puts kaufen mit 5 Euro Abstand, keine Calls kaufen mit 5 Euro Abstand. Ich kaufe mir sowohl Call als auch Put, allerdings mit einem 2,5er Abstand. Sprich 58er Put, 53er Call. Einer von beiden wird sterben. Weil ich rechne damit, wir kommen hier eines Morgens rein und in Amerika hat es eine Einigung gegeben. Ich weiß nicht, ob das morgen ist oder in 2 Wochen oder in 6 Wochen. Deswegen nehme ich diesmal auch ausnahmsweise zeitlich limitierte Scheine bis zum 16.12., damit ich mich mit dem Aufgeld bzw. Mit der Veränderung der Basis nicht auseinandersetzen muss. Ich kaufe beide Scheine, Call und Put, weil ich damit rechne. Wie gesagt, wir kommen morgens rein und da ist irgendeine Einigung. Und dann ist das Ding, geht das Ding steil oder es fällt nach unten. Eins von beiden. Das heißt, eine Option wird sterben. Das Aufgeld ist momentan, oder andersrum, der innere Wert wäre um die 5 Euro. Also wenn ich jetzt einen 53er nehme und einen Call und einen 58er Put, ist das 5 Euro, der innere Wert. Und das Aufgeld ist vertretbar bei beiden. Weil wenn die Aktie steigt, wird der Call natürlich steigen, aber der Put verliert und sie verlieren das Aufgeld. Aber beides zusammen sind nur ungefähr 40 Cent oder weniger als 1%. Das halte ich für absolut vertretbar. Weil wenn wir, sagen wir mal, ich mache einen 58er Put und wir kommen rein und sind bei 60, dann habe ich mit dem Call mehr verdient, als ich mit dem Put verloren habe. Nennt sich Inverse Strangle, ist eine professionelle Position, aber kann man durchaus machen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.